Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Frag Susanne. Heute mit der lieben Kim. Hallo. Hallo Susanne, ich freue mich sehr, dass wir das heute machen und dass du deine Erfahrung mit uns teilst. Und ja, es sind nämlich einige Fragen bei mir persönlich hochgekommen und daher freue ich mich, dass du jetzt, wie gesagt, das mit uns teilst. Und meine erste Frage für die dich noch nicht kennen, wie lange du das schon mit den Ölen machst und wie du vielleicht magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist. Das ist aber eine interessante Frage. Ich bin ja so schlecht in Zahlen, deshalb kann ich das gar nicht. Ich glaube, es werden jetzt tatsächlich bald 6 Jahre sowas an dem Dreh. Genau. Und ich bin zu den Ölen gekommen, weil meine Freundin, die Simone, total der Öle-Liebhaber war damals, also immer noch ist, und auch ihr Mann. Und ihr Mann ist einer von meinen engsten Freunden, lustigerweise, und der ist so, natürlich, also die Männerwelt ist eher so ein bisschen rar bei Young Living, und der ist aber der Fullblut-Öli. Und ich hatte das von ihr bekommen für eine körperliche Anwendung eigentlich, und ich habe so eine krasse, also so eine krasse Wirkweise auf körperlicher Ebene erlebt innerhalb von ein paar Wochen, wo es eigentlich hieß, dass das eigentlich ziemlich schlecht ist, ja. Und es hat sich so viel geändert und ich habe gedacht so, wow, was ist das denn? Das ist ja total abgefahren. Und mit der Nebenwirkung, dass ich besser schlafen konnte und ruhiger geworden bin, weil in diesem Zeitpunkt ging es mir emotional mega, mega schlecht. Also ich hatte, meine Mutter ist gestorben an Krebs nach jahrelangem Kampf und Zerfallen. Meine Familie ist auseinandergebrochen. Es gab riesen Streit einfach. Also es ist, eigentlich war alles wie kaputt. Und ich war auch ziemlich kaputt, weil ich da noch totales Opfer war der Umstände und war wie in so einem Strudel von emotionalem, oh Gott, und wie können die nur, und mir geht es so schlecht und so. Und genau, und ich habe gemerkt dann dadurch, dass ich Weihrauch und Lavendel angewendet habe, dass ich besser geschlafen habe und dass ich mein ganzes Nervensystem so ein bisschen runterfahren konnte. Und da war ich natürlich total, oh mein Gott, was ist das? Ich muss mehr erfahren. Ja, und seitdem bin ich full on und finde es einfach Bombe. Ja, Wahnsinn, was für eine tolle Erfahrung. Also sehr, sehr spannend. Also seit 6 Jahren, ich kenne dich jetzt seit 1,5 Jahren, ich bin durch dich auch zu den Ölen gekommen, habe jetzt persönlich noch keine Kinder, deswegen, da du einen Sohn hast von 2 Jahren, hast du ja jetzt auch schon Erfahrung gesammelt, wie kann man die Öle anwenden während der Schwangerschaft, wie ist es dann beim Baby, beim Kleinkind, und genau darum geht es ja heute. Und genau, also es geht darum, welche Öle kann man sicher anwenden im Bereich Schwangerschaft, Babys und Kids. Ja, wollen wir einfach mal bei der Schwangerschaft anfangen, was du da so für Erfahrungen teilen kannst, welche Öle man must have, also welche Öle sollte man definitiv in der Schwangerschaft haben, welche sollte man eher meiden? Ja. Das sind sehr gute Fragen. Ich habe so viele Fragen, oh mein Gott, ich hoffe, ich vergesse nichts. Also du kannst ja einfach dann nachhaken. Ja? Ich erinnere dich gerne noch. Okay. Also, das Ding ist, dass tatsächlich, ich bin ja so ein Full Blutöl. Ne? Ich habe ja mir immer alles drauf. Ich habe alles im Selbstexperiment gemacht. Nicht im Sexexperiment, im Selbstexperiment gemacht. Wobei natürlich Öle im Bett auch sehr interessant sind. Also könnten wir auch nochmal eine Talk-Session draus machen. Dann muss ich aber wirklich dazu sagen, dass wenn du schwanger bist, ändert sich wirklich viel und du wirst viel vorsichtiger. Das ist auf jeden Fall so. Trotzdem muss ich natürlich sagen, habe ich in der Schwangerschaft viel mehr wahrscheinlich gemacht, als es offiziell, als man sagt, dass man irgendwie machen darf oder so. Und da kommen wir zu einem ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Und das kommt ganz besonders auch raus, vielleicht durch eine Mutterschaft oder Muttersein, ob das jetzt von Kindern ist, von Tieren, von
keine Ahnung, wir Frauen bemuttern ja ständig irgendwas, ja, das kann auch das Ehrenamt sein oder sonst irgendwas. Als Mutter ist man extrem vorsichtig, weil man die Verantwortung nicht nur für sich hat, sondern für jemand anderen. Und also ich persönlich möchte auch hier zu jedem plädieren, und das ist ganz wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen, ja, weil niemand anders ist in deinem Körper drin, ja, niemand anders kann dir sagen, was ist gut für dich, was ist nicht gut für dich, nur für den einen kann, also ich habe in der Schwangerschaft zum Beispiel super viel Pfefferminze genommen, weil das war der so krass heiße Sommer, und eigentlich heißt sagt Pfefferminze ja nicht in der Schwangerschaft, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, dass es mir gut tut, und es hat mir auch gut getan. Ne, deshalb, ich würde nie offiziell würde ich immer sagen, bitte in der Schwangerschaft keinen Pfefferminz, also da bin ich eher streng von dem, was ich sage. Wichtig ist wirklich aber, und das nochmal zu betonen, ihr dürft in euch hineinfühlen, und weil ihr wisst selber, dieser Instinkt, dieser Mutterinstinkt, ob das jetzt Mutterinstinkt, Fraueninstinkt, was auch immer, dieser Instinkt, den haben wir alle. Und du weißt als Einzige, was richtig und was falsch ist für dich und für dein Kind. Und deshalb ist es wichtig, dass du auch in diese Eigenverantwortung reingehst und dich selber ausprobierst. Und dann natürlich vorsichtig. Ich habe mir ja nicht gleich eine riesen Flasche Pfefferminz übergekippt, sondern ich habe mir im Sommer, weil es so heiß war, halt ein Spray gemacht mit Wasser und habe mir da die Knöchel immer mal die Beine gekühlt. Das war super. Genau. Und das ist das Wichtige. Grundsätzlich jetzt erstmal für alle, auch mit Kindern, bitte vorsichtig sein, in die Eigenverantwortung gehen und da einfach euch auch ein bisschen auf euer Bauchgefühl verlassen. Genau. Kim, was war eigentlich schon mal die Frage? Die Frage war rundum um Schwangerschaft. Alles, nein. Ja, ja, genau. Also es geht darum, also, okay. Gut, super. Genau, was ich ja auch bin, ein Riesenfreund von den Nahrungsergänzungsmitteln von Young Living. Das ist so ein bisschen so ein vergessener, verlorener erstmal Bereich, weil wir uns alle so auf die Öle stürzen, ich ja auch. Young Living hat tatsächlich mit Nahrungsergänzungsmitteln angefangen. Das erste, was der Gary entwickelt hat, war Nahrungsergänzungsmittel. Deshalb, die sind sensationell. Und da bin ich natürlich auch vorsichtig gewesen, weil die Nahrungsergänzungsmittel haben ja auch alle Öle, das ist ja das Besondere, ne, dass die alle Öle enthalten, und halt die meisten Öle, die natürlich dann ja auch in den Nahrungsergänzungen mit drin sind, wie ich liebe zum Beispiel Omega-3, das habe ich immer genommen, das ist auch total wichtig in der Schwangerschaft, ne, Omega-3-Fettsäuren, nur in Omega-3 ist Nelke drin, ne? Nelke solltest du nicht unbedingt jetzt in der Schwangerschaft nehmen, ne? Deshalb habe ich kein Omega-3 mehr genommen. Deshalb empfehle ich in der Schwangerschaft und auch genauso in der Stillzeit Dinge zu nehmen, die wirklich absolut da unbedenklich sind, und das sind ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel, die wir auch tatsächlich brauchen, und zwar ist das Megakerl, ja, weil das gerade nur Muskeln, und man hat oft mal so ein bisschen Muskelkrämpfe, Wadenkrämpfe in der Schwangerschaft, das ist toll zum Schlafen gehen, weil das auch das ganze Nervensystem total beruhigt, ne? Das macht nicht nur die Muskeln weich, sondern auch so das Gefühl, so den ganzen Körper weich. Ninja Red ist super wichtig, und ein absolutes Must-Have ist es Balance Complete für Stillende und für Schwangere, weil es so viel Inhaltsstoffe hat und alles Gute eigentlich drin ist, dass man, wenn man Ninja Red trinkt und Balance Complete, dass man voll abgedeckt ist, ja, mit allem. Und das ist das, was ich als allererstes mal sagen will, was super wichtig ist. Kleiner Sidekick mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Was für mich mit Ölen, worauf du so ein kleiner Trick vielleicht, worauf du bei den Ölen achten kannst, was du in der Schwangerschaft nehmen kannst, ist auch alles, was du für dein Baby nehmen kannst. Also alle sanften Öle, das heißt die Klassiker wie Lavendel, wie Weihrauch, Gentle Baby, Peace and Calming, das sind natürlich alles Öle, die Peace and Calming ist ein Öl, was speziell für Babys eigentlich entwickelt wurde. Ja? Deshalb ist es, hat der Gary sogar, weil es so begehrt war, auch sogar ein Peace and Calming 2 rausgebracht. Ja, es gibt deshalb Peace and Calming 1, Peace and Calming 2. Dann natürlich die tolle Babyöle, auch wie Seedlings Calm. Ne? Das sind so Sachen, die kann man ganz toll in der Schwangerschaft nehmen. Was man in der Schwangerschaft nicht nehmen kann, wo man eher so vorsichtig sein sollte, sind so
Ja, also sehr starke Öle. Ne? Aber auch da würdest du ja vielleicht nie auf die Idee kommen, schon so aus deinem Mutterinstinkt jetzt Basilikum oder Ysop oder irgend sowas Muskatnuss wie irgendwo. Also ne, das ist ja total stark. Also diese Sachen sollten wir wirklich meiden. Also Basilikum, Ysop, Muskat, also Nutmeg auf Englisch, Rosmarin, Salbei, der blaue Rheinfarn, Estragon, Wintergrün, Exodus 2, was eine Mischung auch aus Bibelölen, GLF, ja, Galle-Leber, Flasch, Mister und Sklar-Essenz. Das solltest du nicht nehmen. Vorsichtig solltest du sein mit Ölen, die auch natürlich sehr stark sind, wie Cassia und Zimt. Ne? Zimt habe ich im Krankenhaus auch bekommen, als es losging. Also Zimt kann dir da sehr begleitend auch unterstützend sein. Vorsichtig bitte auch mit Purification oder Fenchel, Majoran, Palo Santo. Digest tatsächlich, also vorsichtig, ne, also ne, bedingt einzusetzen, auf jeden Fall verdünnt. Dragon Time, Immu Power, Relieve It, Thieves, Transformation, Deep Relief. Das sind Sachen, die solltest du wirklich vorsichtig einfach einsetzen. Also die Grundregel ist alles, was sehr stark ist. Und ich sage auch auf jeden Fall, bitte in der Schwangerschaft kein Release nehmen. Ja, wir wollen nichts loslassen in der Schwangerschaft. Wir wollen festhalten, also auf gar keinen Fall mit dem Emotionsöl Release arbeiten. Ja, super. Mit den Ölen, die du jetzt gesagt hast, die sanften Öle, also jetzt zum Beispiel Lavendel oder Gentle Baby, kann man damit auch baden in der Schwangerschaft? Also ist das auch so? Was ein toller Hinweis. Vielen Dank. Ja, genau, damit kann man baden. Das ist ein wirklich super Hinweis. Copa Iba auch, das ist ein ganz tolles Hautöl. Was ich mir auf jeden Fall gemacht habe in der Schwangerschaft, ist eine Belly Butter mit Gentle Baby. Weil Gentle Baby so schön die Haut vorbereitet und unterstützt, dass meine Haut nach der Schwangerschaft jetzt original so ist wie vorher. Um das mal ganz compliant auszudrücken. Also deshalb bitte salbt euch ohne Ende mit Gentle Baby. Das ist was war das jetzt, was du genannt hast? Diese, du hast ja damit eine... Was gemacht? Belly Butter, eine Belly, eine Bauchbutter sozusagen mit Shea-Butter und Mango-Butter. Ich kann das Rezept nochmal unten reinstellen. Ja, sehr gerne. Hier ist auch nochmal die Frage, ob die Nahrungsergänzungsmittel aufgeschrieben werden könnten, vielleicht dann auch, dass die dann noch... Genau. Und hast du das dann direkt angewendet am Anfang schon von der Schwangerschaft? Also, dass du sagst, dass deine Haut jetzt so toll geblieben ist, das war jetzt quasi direkt von Anfang an, hast du das immer wieder... Genau. Mein Mann hat sich dann echt wirklich immer weggeeimert im Bett, weil ich dann halt echt voll glibber, ja. Und der so, ey, ich meine, du bist ja jetzt schon, du ölst den ja jetzt schon so sehr. Der kommt ja als Öl fast raus, ja. Ja. Ja, aber das hat mir einfach auch so gut getan. Und das ist ja einfach auch so schön als Ritual, so seinen Bauch so zu salben. Das ist so schön. Ja, du tust ja auch direkt eine Verbindung mit deinem Baby dann auch immer aufbauen. Und wenn du natürlich auch noch so ein tolles Öl wie Gentle Baby hast, ne, freut sich das Kind schon direkt. Und es ist natürlich total auch spannend, weil das Kind ja auch sich gewöhnt, also das spürt ja auch, wenn die Mama sich entspannt, und das spürt dann auch das Ritual, und das spürt ja dann auch, also wenn das dann... man sagt, man soll in entspannten Situationen praktisch vorher genau das Gleiche machen, wie sozusagen dann während der Geburt oder dann später, dass das Baby dann einfach immer schön entspannt bleibt. Okay. Ich würde gerne nochmal, da ich immer gerne auch mit Emotionen arbeite, das ist halt so mein Feld, Emotionen. Du hattest ja gesagt, dass man Release auf jeden Fall nicht nehmen sollte. Wie ist es denn, wenn jetzt auf einmal während der Schwangerschaft zum Beispiel ein Trauerfall passiert oder also irgendjemand verstirbt oder es passiert irgendwas, was würdest du dann empfehlen, dass die Mutter für sich persönlich, um die Emotionen zu verarbeiten, nehmen kann?
Da würde ich mit Akzeptanz arbeiten. Das ist sowieso eins für mich der wichtigsten Emotionsöle. Und genau, da würde ich dann so in den Prozess reingehen. Ja, das ist ein super Hinweis, weil ich habe mich jetzt wirklich gefragt, also ich hatte eine Freundin, da ist die Mutter gestorben, während sie schwanger war. Und dann ist natürlich, die Frau fühlt sich völlig hilflos, weil sie denkt, ja, wie soll ich das jetzt verarbeiten und habe noch ein Kind in mir. Und da war auch immer so die Frage in mir, okay, was könnte man jetzt machen, um das zu unterstützen? Ne? Also daher finde ich Akzeptanz ein super Hinweis, ja. Ja, auch einfach vielleicht auch Öle, die einfach stabilisieren und stärken, ne, wie zum Beispiel Belief oder Grounding, Sacred Mountain. Ne, das sind alles Sachen, die man gut nehmen kann, sagen wir mal bei Schicksalsschlägen, um geerdet natürlich zu sein. Ja, dass einem, man wird ja dann also aus der Bahn geworfen. Ja. Was einen erdet, was einem Vertrauen gibt. Belief ist auch ein tolles Öl, ne, auch wenn man Ängste hat einfach in der Schwangerschaft. Und ich denke einfach, es ist wichtig zu wissen, dass jedes Kind sich ja natürlich seine Eltern aussucht, seine Mutter aussucht. Also das heißt, auch dieses Kind hat diese Erfahrung gewählt, ja, dieses Verlustes schon im Bauch sozusagen, ne, diese Erfahrung gewählt, und dass man da in dieses Gefühl reinkommt, hey, es war gewählt, ja, es ist jetzt, ich hätte es nicht vermeiden können und ich hätte es auch ihm nicht besser machen können, weil es wollte diese Erfahrung, ja, also einfach in diesem, dass man in diesem Urvertrauen sozusagen bleibt, dass alles dem göttlichen Plan sozusagen folgt. Ja, okay. Aber das, und also Belief und das Koba Iba und Sacred Mountain, das sind Öle, die man dann quasi bedenkenlos sich auch so unter die Fußsohlen quasi einreiben kann. Ja. Während der Schwangerschaft. Ja, ich würde halt in der Schwangerschaft, es kommt jetzt auch wieder drauf an, das ist auch wieder beim Thema Eigenverantwortung, da würde ich auch nicht sagen, okay, jetzt knall dir alles unter die Füße pur, wenn so ein Vollblutöli bist wie ich, ja, die jahrelang zum Beispiel auch die Zellreinigung gemacht hat, da sagt man auch, okay, kann theoretisch die auch eigenverantwortlich Zellreinigung weitergemacht werden. Wenn du jetzt erst anfängst mit den Ölen, wenn du schwanger bist, dann sagt man, nee, fang jetzt bitte nicht die Zellreinigung an. Ja? Ja. Und auch da, ich würde jetzt keinem Öle-Neuling sagen, hier, mach dir das pur, mach dir das pur, mach dir das pur. Ich würde erst sagen, hey, guck mal, du kannst es verdünnen und dich erstmal so langsam rantasten, ob dir das gut tut. Mhm. Weil wie gesagt, es kann sein, dass es eine feinfühlige Frau ist, eine sehr gute Freundin von mir, ich kann das immer wieder nur erzählen, man sagt ja Lavendel als Beruhigung, ne? Da sollte man nicht mehr als 3-4 Tropfen in den Diffuser, sonst wird es belebend. So. Und die ist halt super spirituell, ist total heilermäßig unterwegs, war mit der im Hotelzimmer, haben Ausbildung zusammen gemacht und ich so, oh, Betty, hier, ich habe hier super und mache hier Lavendel rein und bla. Und die sagt schon, ey, mit dir im Hotelzimmer zu sein, ist ja wie eine ganze Young Living Verkaufsveranstaltung. Ja. Ich so, ja, sorry, ja, ich habe halt die ganzen Sachen mit. Ja, natürlich, ja, hier willst du probieren. So, war total lustig. Und ich mache halt einfach nur 2 Tropfen Lavendel rein, weil ich denke, okay, die Betsy ist sehr fühlig und so. Ey, die war die ganze Nacht einfach nur hellwach, glockenwach im Bett, senkrecht gestanden. Ne. Deshalb, du weißt ja nicht, wen du da vor dir hast. Wenn du jemanden hast, der total fühlig ist und dem sagst, ja, mach ruhig auf die Füße, ja, und der ist dann bing und ist völlig zu viel. Ne? Deshalb immer die goldene Regel, langsam rantasten. Und gerade bei Schwangeren, ich bin ja wirklich sonst hardcore, ohne Ende. Ja? Aber bei Schwangeren sage ich bitte vorsichtig, ja. Langsam rantasten. Und als Verdünnungsöl, und da sind wir gleich beim nächsten Thema, verdünnen, empfehle ich natürlich das V6, weil das ein super, super hochwertiges, ein fetter Pflanzenölkomplex ist, aus mittlerweile 7 Pflanzenölen, vorher war es 6, deshalb hieß es V6, eigentlich müsste jetzt V7 heißen, aber wir haben jetzt den Namen natürlich nicht mehr geändert. Und was ganz toll ist zum Verdünnen, das ist mein Geheimtipp, ist das Siedlingsbabyöl, weil das ist ja tatsächlich, da ist ja schon Lavendel drin und lauter ganz tolle Sachen. Von daher, das ist einfach Bombe zum Verdünnen. Ne? Ja, super. Und jetzt vielleicht noch so zum, also um das mit der Schwangerschaft so abzuschließen, wenn du jetzt noch so 2-3 Tipps hättest. Also zum Beispiel, du hattest gesagt, du hattest dir Pfefferminz drauf gemacht, als es so heiß war, auf die Knöchel, dass es ein bisschen kühlt. Dann gibt es ja immer das schöne Phänomen, dass manchmal einem so morgendlich
ja, übel wird. Gibt es da noch irgendeinen Tipp, den du hättest, dass man... Ja, das ist dann auch wieder ein, was super gut ist, weil es ja das ist, was ich vorhin auch gesagt habe, was du nehmen kannst praktisch für die kleinen Kinder kannst du auch nehmen oder für Babys kannst du auch nehmen, für dich selbst in der Schwangerschaft. Das wäre dann zum Beispiel Tummy-Gels, ne? Wenn dir nicht ganz so wohl ist, kannst du mit Tummy-Gels arbeiten. Und du kannst natürlich, aber da wird auch natürlich ganz, 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 ganz ins Sachte jetzt erstmal mit umgehen. Wenn du, also für Übelkeit, ja, da wird schon empfohlen, dass du theoretisch dir, wir haben Ingwer Plus, haben wir Ingwer Plus? Ja, Ja, genau. ja. Aber da bitte, ganz, ganz reduziert mit umgehen. Also sollst jetzt nicht jeden Tag irgendwie Ingwer trinken und vielleicht fängst du auch erstmal an mit einem halben Tropfen, weil da kann man einfach, wenn man in die Flasche geht, mit einem in den Tropfaufsatz oben mit einem Zahnstocher reingehen und so nimmt man sich einen halben Tropfen raus. Da könnte man das machen, wobei, wie gesagt, da bitte ein bisschen vorsichtig sein, was auch ganz toll immer geht, ist Spearmint. Das ist grüne Minze. Da könnte man auch so ein bisschen an der Flasche riechen oder ein bisschen an der Flasche Pfefferminze. Na, das würde ich, wie gesagt, nicht komplett drauf, aber so ein bisschen an der Flasche riechen bei Bilka. Also, wenn nicht ganz so wohl ist morgens, ist dann gut. Was auch gut helfen kann, was aber auch nicht in Übermaß wegen seiner stark reinigenden Eigenschaften getrunken werden sollte in der Schwangerschaft, ist Zitrone. Ne? Aber es schadet dann nicht einfach ein Tropfen Zitronenöl, zum Beispiel Zitrone Plus, im Wasser Ah ja. trinken. Ja, super. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Gibt es jetzt noch irgendeine Sache, wo du sagst, das möchtest du gern auf jeden Fall noch als Tipp für die Schwangerschaft weitergeben? Was hat mir, also für mich war es besonders schön, diese Entspannungsmomente sozusagen in der Schwangerschaft zu genießen. Und das ist, wenn du dich halt wirklich zurückziehst und wie in so Verbindungsrituale oder so schöne Meditationen zu gehen, wo du dich mit deinem Baby verbindest, natürlich mit den genannten Entspannungsölen, ne, wie Gentle Baby und Peace and Calming. Oder ja, also man kann so viele Öle auch als emotionale Unterstützung machen, ne, weil man will ja dann immer, weil man ja weiß, alles geht aufs Baby und dann will man halt einfach, dass es einem gut geht. Und oh Gott, das hat sich mir für einen Stress gemacht, habe für jeden Stress, den ich hatte, weil ich dachte, oh Gott, jetzt bin ich schwanger. Und so. Also deshalb würde ich da einfach viel arbeiten für Öle, die dich emotional einfach unterstützen. Ja? Peace and Calming, Valor zum Beispiel, also Joy, Inner Child, Ylang-Ylang, ne? Das gleicht deine Energien aus. Tolles Babyöl, was natürlich dann auch wieder in der Schwangerschaft gut geht, ist Mandarin. Das ist klassische Baby- und Kinderöl. Und ja, wie gesagt, auch mutspendende Öle wie Belief oder Valor ist ja auch ein mutspendendes Öl. Das ist einfach schön. Ja, genau. Ja, super. Würde ich empfehlen. Genau. Und wie gesagt, alles, was du trinkst, also immer, wenn du sagst, oh, morgens, ist so ein bisschen, einfach vorsichtig erstmal rantasten da mit Ingwer und Zitrone und Pfefferminz würde ich erstmal, wie gesagt, riechen. Das ist einfach rantasten. Weil gerade Frauen sind so, schwangere Frauen, so empfindlich, geruchsempfindlich teilweise, dass schon so eine kleine Menge schon einen total umhauen kann. Ja? Also deshalb einfach ganz, ganz, ganz Step by Step. Und was ich immer empfehlen kann, was der Klassiker ist für alles sowieso, auch generell in der kompletten Ölewelt, ist einfach Lavendel. Nur Lavendel, Lavendel, Lavendel. Bei allem, für alles. Lavendel, Lavendel, Lavendel. Super.
Also das hört sich super schön an, wenn man sich das dann so überlegt, dass man sich wirklich so rituell auch mit seinem Kind verbinden kann und dann die Öle dabei benutzt. Und wenn man das hier täglich einfach macht, was für ein anderes Gefühl es einfach schon ist, ja. Ja, Und total. ja, was für eine Verbindung man einfach schon aufbaut, ganz bewusst und dann, wie gesagt, noch mit unterstützt mit den Ölen. Also wirklich wunderschön, ja. Vielen Dank für diese Einsicht. Wenn man richtig tief gehen will, auch in die, was auch so dein Hintergrund ist, so dein Job, kann man mit Inner Child natürlich auch viel arbeiten, ne? Sich mit seinem inneren Kind verbinden und versöhnen sozusagen und in Frieden kommen, bevor dann man selber ein Kind dann bekommt. Kann man natürlich jederzeit. Sehr schön. So, dann ja, wird das Baby geboren. Also wir gehen jetzt weiter mit den Babys. Da ist meine Frage. Es gibt ja spezielle Kinderöle. Was ist denn jetzt der Unterschied? Also wann würdest du diese speziellen Kinderöle anwenden und wann die normalen? Sehr gute Frage. Die speziellen Kinderöle, die Kids Sense Öle heißen, sind schon verdünnt. Ja, das heißt, da ist schon, die sind schon automatisch ein bisschen schwächer und deshalb extra für Kinder einfach besser einsetzbar. Ah ja. Also das heißt, die würde man jetzt so tatsächlich für die Babys, für die, weiß nicht, bis 3 Jahre ungefähr anwenden. Also. Ja, also ich würde auch generell die Babys, also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, ich möchte jetzt hier einen gesunden Magen-Darm-System unterstützen, dann kannst du wunderbar zum Beispiel mit Tummy-Jice arbeiten, ne? Das ist das Bäuchleinöl. Das würde ich aber auch beim Baby auf jeden Fall auch nochmal Verdünnen. verdünnen. Ja. Gut. Also einfach bei den ganz Kleinen sich rantasten und einfach verdünnen. Und je älter die werden, dann unverdünnt. Man sagt auch, Kinder unter ja, 2, 3 Jahren ist die sichere Anwendung in der unterhalb der Gürtellinie, also gute Anwendung einfach unter den Füßen. Und je älter die werden, dann auch einfach im Brust- und Nackenbereich. Ja, wobei natürlich kann man sich auch selbst Thymian, Myrte, Balsam oder so machen, ne, für die kalte Jahreszeit. Und das ist ja dann auch mega verdünnt. Da kannst du schon ein bisschen die Brust einreiben. Was ganz wichtig ist, bitte keine Eukalyptus und also viele, viele sehr starke Öle, also kein Eukalyptus und kein Pfefferminz, bitte für Kinder unter 3 Jahren so. Pur einfach auftragen oder auch verdünnt nicht einfach auftragen, weil da gab es mal einen Fall, dass was passiert ist und deshalb schließt man das jetzt einfach kategorisch sicherheitshalber aus. Eukalyptus radiata geht, das ist der einzige Eukalyptus, der geht. Wir haben ja verschiedene Eukalyptusarten und wenn du was für die Atemwege da machen willst, dann arbeite lieber mit Myrte, das ist wunderbar, und Thymian. Und du kannst Okay. dir auch damit sozusagen dein gesundes und chemiefreies Vivaporub, ja, wir wissen ja, Vivaporub, da ist ja Vaseline drin, das ist Erdöl, das ist nicht so gesundheitsförderlich. Also jeder, der noch Vivaporub zu Hause hat, der kann, dann kommen wir zu einem absoluten Herzensthema von mir. Für alle jungen Mütter oder auch Schwangere auch schon, aber bei Müttern ist es besonders wichtig, holt ihr euch bitte die kostenlose App CodeCheck. Ja, die sieht so aus, seht ihr die? Code-Check, ja. Könnt ihr kostenlos runterholen, genau. Könnt ihr euch kostenlos runterholen. Und dann könnt ihr, da ist so ein Barcode-Scanner drin und dann könnt ihr alles, was so rumfliegt, gut, bei mir fliegt nichts mehr Chemisches rum, scannen, den Barcode. Könnt ihr auch mit Lebensmitteln machen, ne? Wenn ihr im Supermarkt jemanden seht, der so vor dem Regal steht, da wisst ihr, ah, der macht Code-Check, ja. Also könnt ihr eure Sachen Code checken und da seht ihr die Bestandteile. Und dann könnt ihr mal, falls ihr noch Kaufmanns Kindercreme habt, gucken, was da drin ist. Ja, wenn ich das sehe, bei meinem Mann fliegt dann immer mal im Restaurant, wenn da fliegt dann immer mal sich an eine Kasse und liegen dann so die Sachen, ne? Da stelle ich dann schon immer den Thieves-Handreiniger hin und so, ne? Die Genesis Body Lotion, dann sehe ich, neulich lag da eine Kaufmanns Kindercreme. Ich so, was ist das?
Nehme ich manchmal, okay, Buff, Mülleimer, tschüss. Selbst für Mülleimer ist es schon eigentlich umweltschädlich, weil Erdöl natürlich gar nicht gut abbaubar ist. Ja, ja, aber was soll man machen? Muss ja dann. Ja, ist Wahnsinn. Wenn man nicht das Wissen hat, was da alles so drin rumschwirrt, ne? Ist Wahnsinn, wenn man sich da mal mit beschäftigt. Genau, und jeder, der denkt, oh Gott, ich habe das Wissen nicht und das ist so viel, ladet euch einfach diese App runter, scannt einfach die Sachen und beschäftigt euch einfach damit, was ihr euch und euren Kind jeden Tag einfach auf die Haut auftragt. Ja, und das Schöne, selbst wenn man jetzt nicht weiß, was in den anderen Sachen drin ist, wenn man anfängt, alle Sachen umzustellen nach und nach, das Schöne ist ja jetzt zum Beispiel an Yang Levin, dass einfach, dass man weiß, man kann darauf vertrauen, dass diese Produkte, die dort sind, ja, wirklich chemiefrei sind und synthetisch frei. Also daher kann man ja nichts falsch machen, wenn man dort die Produkte kauft, sozusagen. Also daher, ja, ist es, das ist auch das, was ich so wertvoll finde, einfach. Ja, genau. So, dein Sohn ist ja jetzt 2 Jahre alt. Hast du vielleicht Lust, uns mal so in deinen Öle-Alltag mit reinzunehmen? Wie startet so euer Tag? Was sind so eure Rituale mit den Ölen? Wie einfach mal so, was ist so euer Öle-Alltag? Ja, das ist eine lustige Frage, die ist sogar in der Kita haben sogar schon gesagt, wenn der Karl kommt, oh, der riecht immer so gut, ja. Und ich denke immer so, oh Gott, ich hab dem ja eigentlich gar nichts. Oder, ne, oder am Anfang, oh, was riecht denn hier so? Ja, ich so, hä, ich bin's, ja. also es ist so, wie startet unser Tag? Gut. Der wird als aller, natürlich haben wir im Bad natürlich klar die Sieb-Sand-Seife stehen. Das heißt, wenn Händewaschen angesagt ist, dann natürlich damit, weil ich möchte ja nicht die gesunde Schutzbarriere schon der Haut zerstören, schon ja, vor allem sozusagen. Dann geht es einfach gut morgens erstmal waschen, dann Windel wechseln, natürlich mit den Siedlingsfeuchttüchern. Und ich habe mein absoluter Burner, ihr Lieben, wirklich für die Windelpflege. Es ist unfassbar einfach. Und das wirklich, mein absoluter Geheimtipp, also schreibt es bitte auf, ist das Clara Derm Spray. Clara Derm Spray ist auch für die Schwangerschaft gut und auch für die Haut als Unterstützung, dass die Haut schön weiter schön aussieht sozusagen. Deshalb ist es auch gut in der, wir waren gar nicht bei der Geburt, Kim, um Gottes Willen. Nach der Geburt, ganz kurz, nur noch ein kleiner Sidekick, das sonst vergesse ich. Geburt, was ganz toll pflegend ist, weil ja danach ist unrum einfach ja erstmal ihr. Ja, busy Alarm. Deshalb, und jeder, der in der Klinik war und nicht ganz so eine schöne Geburt hatte wie ich, der weiß, dass das Toilettenpapier da ist, so ungefähr wie Schmirgelpapier. Also ich war total froh über die Siedlingsfeuchttücher, wo ich mich schön abtupfen konnte, weil ja auch da Lavendel drin ist und schöne Zistus auch und total schöne Sachen, die einfach eine wunderbare Haut dann wieder unterstützen. Und dann kannst du dich damit abtupfen und kannst da schon Clara Dermspray sprühen unten. Ja? Egal, was du gerade da für Themen hast, das ist so beruhigend und es tut so gut. Genau, deshalb meine Krankenhaus-Must-Haves oder die Zeit danach für die Mamas. Also ohne das hat einfach sehr, sehr gut getan. Genau, so. Okay, zurück zum Babyalltag. Ganz kurz, Susanne, jetzt wurde doch mal gefragt, ob es noch Tipps für die Geburt gibt. Also, hast du noch Tipps für die Geburt? Ich bin jetzt leider, habe ich es ein bisschen übersprungen. Alles gut, auf Baby ist da. Das ist ja sowieso alles auch nicht ganz so compliant, was ich dann dazu sagen würde. Also, aber man kann sich in der Zeit, man kann sich einen schönen Dammmassage auch machen. Vor der Geburt, also wenn es auf die Geburt sozusagen zugeht, ja, kannst du kurz vor der Geburt, ja, also ne, schon, sagen wir mal, vielleicht einen Monat vorher oder so anfangen, deinen Damm zu massieren. Mit kannst du zum Beispiel V6 als Träger nehmen und Geranie und Lavendel und Gentle Baby machen und dreimal täglich schön dir den Damm, dass der schön weich wird. Ne? Und so ungefähr eine Woche vor der Geburt kannst du dieses Rezept erweitern mit, also kannst nicht nur Geranie Lavendel nehmen und nimmst anstatt Gentle Baby bitte Fenchel. Ja, aber das bitte erst kurz vor der Geburt und schön den Damm
massieren. Das ist richtig, 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 richtig gut. Genau, dann natürlich Öle während der Geburt nehmen, die du auch vorher in der Entspannung genommen hast, dass du möglichst einfach entspannt bist. Das Zauberwort in der Geburt ist einfach Entspannung. Und wenn du das dann nimmst, wo du schon vorher immer so deine Rituale gemacht hast und dein schönes Wohlfühlgefühl, ist das natürlich auch schön, im Diffuser zu haben. Ich hatte in der Klinik dann Rose mit für die Geburt. Genau. Toll. Und ansonsten für also beruhigende Öle, ne, für werdende Väter zum Beispiel, wie Balsamtanne oder Stress Away oder auch Valor, ja, so den Mut zu haben. Und klar, beruhigende Öle wie Pisangani oder Lavendel sind da wichtig zur Geburt. Genau. Also wenn ich das jetzt alles so höre, bin ich echt sehr, sehr dankbar, dass ich die Öle jetzt schon kenne und wenn es dann bei mir soweit ist, dass ich dann die schon direkt nutzen kann. Ja, wirklich toll. Genau. Ja, wo waren wir? Ach so, genau, unsere Routine. Also, dann, genau. Die, du warst bei dem Spray, also wenn du quasi bei der Windel... Genau, und ich merke das auch tatsächlich, wenn ich normale Feuchttücher nehme, dass der Karl die nicht so gut verträgt. Ja, also, was ein mega gutes Zeichen ist bei den Feuchttüchern, wenn die mal offen liegen bleiben oder so ein Schnippel rausguckt, dann wird der braun. Ja, dann ist dann wieder die normale Bewertung, das wird ja braun, was und das und hinterher. Das ist ein mega gutes Zeichen, weil das heißt, es ist überhaupt gar keine Konservierungsstoffe und dieses ganze Haltbarzeug drin. Jetzt überleg doch mal, jetzt mal ganz ehrlich, da ist ein natürliches Ding, das liegt in der Luft. Ja, Apfel, Banane, was macht das? Ja, oxidiert, ja, wird halt braun. Alles, was nicht oxidiert, müsste euch irgendwie Kopfschmerzen bereiten, ja. Aber wir denken dann wieder, oh, das wird ja braun, oh, das hat ja hier einen Schrott und so. Also man muss einfach oft mal umdenken, ja, weil oftmals sind die Sachen einfach nicht so, wie sie scheinen. Gerade in unserer, wir sind so in einer Bequemlichkeitsperfektionswelt, ja, dass wenn ich laufe dann am Feld entlang und dann laufe ich mit jemandem und da ist voll Unkraut überall in dem Korn drin, ja, so. Und der sagt, boah, ey, das ist ja voll Unkraut überall. Sag ich, ja, Bombe, das ist doch mega cool. Da siehst du, dass hier nicht gespritzt wird. Wird hier mit Glyphosat gespritzt werden, wird das alles gleich aussehen und kein Kreuzchen Unkraut drin sind, ja. Aber wir denken erstmal, Oder der Apfel ist ja so klein. Da denke ich, ja, ist doch super. Nach der gezüchteten super Genapfel ist alle so groß, perfektes Verhältnis von 2/3 rot zu 1/3 gelb. Und also, das sollte uns lieber Gedanken machen, wenn was zu perfekt ist oder wenn Leute zu mir sagen, oh, das ist ja das Öl schon wieder ausverkauft. Das ist ein super Zeichen. Die Natur ist halt ausverkauft manchmal. Ja? Und wenn immer was immer verfügbar ist, sollte uns das eher zu denken geben, weil das gibt es in der Natur nicht. Mhm. Wenn die Sachen leer sind, sind sie leer. Dann warten wir halt bis zum nächsten Jahr, bis zur nächsten Ernte, bis wieder was produziert ist. Ja, auch im Supermarkt, da gibt es das ganze Jahr Erdbeeren. Und wenn da mal nett gibt, dann regt man sich auf. Ja, aber hallo, das ist doch eigentlich gar nicht natürlich. Ja? Aber ich schweife schon wieder aus, sorry. genau, also die Feuchttücher werden braun und das ist ein gutes Zeichen, wie gesagt, weil es ein natürliches Vorgang ist. Und natürlich bin ich ein absoluter Fan auch von der Diaper-Creme. Ja? Die Windelcreme, die ist... so, so gut und auch da merke ich und bitte code-checkt mal eure Windelcreme, es ist wirklich ein Albtraum, ich hatte ja vorhin schon von der Kaufmanns Kindercreme gesprochen, da ist einfach überall leider so viel Schrott drin und das will ich natürlich nicht auf die Haut gleich von meinem Baby machen, ne? Genau, so fängt unser Tag dann erstmal an, dann kriegt er eine Gesichtscreme, weil er hat so ein bisschen empfindliche Haut und hatte als Baby auch so ein bisschen Neurodermitis-Themen, ne, war wahrscheinlich halt einfach nicht durch die normale Geburt, ne, und durch die Schwierigkeiten, die wir da erstmal hatten. Und dann, genau, habe ich aber auch ganz viel natürlich mit dem gemacht, das ist jetzt alles wieder gut, aber der kriegt dann halt eine spezielle Creme, die seine Tante Julia für ihn macht, da ist Propolis drin auch und natürlich Öle auch wie Kamille und je nachdem, ne, wir routen das dann immer aus, was er so braucht, aber im Moment ist es Kamille und Weihrauch. Genau, das kriegt er ins Gesicht
Und ja, gut, und dann sieht er halt natürlich, wenn ich morgens meine Öle mache, und dann sagt er schon Oil, Oil, ja, und dann will er auch einen Tropfen, und dann macht er, pff, ja, muss halt immer gucken, dass es nicht ganz so starke Öle sind, weil er ist halt einfach, wie ich halt, gut, ich mache es halt hierhin, aber er macht dann halt so, genau. Also das ist halt einfach mega lustig. Das Gute ist halt, das gilt halt natürlich auch, weil die Kinder wollen ja immer das machen, was wir wollen. Wenn dann später du Mädels hast, die sich dann vielleicht schminken wollen, dann musst du halt dann keine Angst haben, dass die irgendwie, wenn du dann natürlich Selfie Minerals Lippenstift hast, musst du keine Angst haben, dass der irgendwie, dass dein Kind dann den Lippenstift irgendwie isst oder so, weil das wäre dann auch, sagen wir mal, von der Chemie, also chemischen, also was ist ja alles Chemie, von der Schadstoffebene zumindest schon mal unbedenklich. Ja, da müsstest du keiner Gedanken machen, wenn die Kinder sich dann schminken. Ja, genau. Nochmal, ich muss immer so ausholen, sorry, weil das ist für mich einfach so ein Riesenthema. Für mich ist nicht nur, okay, nimm das dann. Es gibt einfach kein allgemein Rezept für alle. Und es gibt einfach wie so eine allgemeine Lebenseinstellung. Einfach lebe ich chemiefrei, lebe ich bewusst, achte ich auf mein Bauchgefühl. Das ist einfach eine Lebenseinstellung, die halt nicht nach Schema F ist. Ja, wir sind halt keine Ärzte, die sagen, hier ist es Pilsche A für XYZ. Ja, es gibt es einfach nicht. Es gibt bei uns kein Pilsche-Dings. Dem einen hilft zur Unterstützung eines gesunden Magen-Darms für sein Baby, dem hilft Fenchel, dem einen verdünnt natürlich, dem einen hilft Digest, den einen dann hilft Tummy-Gest. Da darf man einfach ausprobieren. Und dem anderen vielleicht hilft Copa Iba. Copa Iba ist ein super Öl für das gesunde Magen-Darm-System. Ne? Genau, und ist super sanft. Also das ist natürlich auch ganz toll, zum Beispiel als Bäuchleinöl. Genau, und dann geht halt unser Tag so weiter, jedes Mal halt wieder mit den typischen Öldingern. Dann will er natürlich immer, er will natürlich jetzt auch, ich trinke morgens immer Ninja Red gleich als erstes, wenn ich aufstehe, hier so ein großes Glas Ninja Red mit Wasser. Und das will er auch trinken, das hat dann Billabich, ja, Billabich heißt Ninja Red, will dann Billabich trinken. Auch tagsüber will er nochmal manchmal Billabich, oder wenn er was Rotes sieht, sagt er immer Billabich. Also er denkt dann, alles ist Ninja Red, auch voll süß. Genau, so ist dann unser Tag, bis wir sozusagen aus dem Haus gehen. Am Anfang, als er in die Kita gegangen ist, habe ich ihm Valor unter die Füße gemacht, weil das Öl ist für Mut und Stärke, dass er halt mutig und wenig angstvoll sozusagen die Eingewöhnung hinbekommen hat. Und die hat er auch wirklich, also die haben gesagt, die haben noch nie so eine kurze Eingewöhnung gehabt, ne? Und das war halt natürlich schön, weil er einfach halt das Vertrauen hat und den Mut hat, und weil es ihn dann einfach, weil er dann sowieso halt immer total schön gut geölt in den Kindergarten geht. Genau. So, das ist jetzt erstmal so die Sachen, klar, Hände waschen oder ne, mit diesen einfach gesunden Sachen. Und als Abendroutine, was ich mit dem mache, klar, Hände waschen mit dem Siefs. Und dann öle ich ihn auch öfter mal noch ein mit dem. Ich habe euch ja gesagt, ich nehme als Verdünnung für Babys gerne das Lavendel-Babyöl. Und da habe ich dann auch immer noch mal Öl drin, was jetzt, sagen wir mal, so für seine Haut dann in dem Falle dann einfach aussuche. Und öl den dann noch manchmal einfach ein, so auf den kompletten Körper. Dann bleibt er auch ganz ruhig, finde er dann voll schön, wenn er dann so eingeölt wird. Und riecht halt auch voll schön nach Lavendel und Zistus. Ach, das ist einfach total angenehm. Und wenn wir dann ins Bett gehen, dann kriegt er seinen Diffuser auch mit Ölen, die jetzt beruhigend sind, wie zum Beispiel das Siedlingskalm zum Beispiel, Lavendel, dann natürlich der totale Klassiker, oder die Kids Sense Öle haben sich ja jetzt die Namen geändert, also die gab es ja vorher in den USA, also das Sleepy Eyes, was es in den USA praktisch gab, ist ja bei uns jetzt das Dream Ease, genau, da kriegt der Dream Ease in Diffuser, das mag ich richtig gerne. Und was ich mit ihm mache, weil er natürlich das viel von mir hat, das alles Energien aufzunehmen, oder von wem auch immer er das hat, keine Ahnung. Also ich mache es auf jeden Fall auch. Ich reinige ihn energetisch, und zwar mache ich das mit dem Öl, was vorher und von den Kids Sense Ölen Aoi hieß. Ja. Das heißt, jetzt gibt es das ja Gott sei Dank bei uns in Deutschland und heißt Refresh. Genau. Und da ist Palo Santo drin. Und das ist natürlich
nicht nur für eine Hautunterstützung, sondern einfach zur voll krassen Reinigung. Also wenn ihr Kinder habt, die viel aufnehmen, und ich bin dann abends im Bett mit dem und dann nehme ich einen Tropfen Aue und dann streiche ich, Achtung, jetzt wird's spooky, ja, für alle, die kein ESO mögen, die hören jetzt einfach weg, dann streiche ich dem praktisch, weil über Scheitelchakra kommen ja die ganzen Energien, sozusagen Fremdenergien, in dich rein. Und dann streiche ich dem so das wie so aus, also das Aue-Öl, also das Refresh, so über Scheitelchakra. Und je nachdem, wo das Fenster ist, wo wir liegen, wische ich dann die Energie so von ihm raus. Ja? Und also mach so ein bisschen wie so eine Aura-Reinigung so für ihn. Tatsächlich schläft er, seitdem ich das mache, besser, weil er extrem viel Energie hat, um das jetzt mal ganz positiv auszudrücken. Und ich stehe nämlich nicht so auf Kategorisierung. Und dann mache ich richtig so, oh, schlechte Energie raus und raus. Und dann mache ich wieder mit dem Film raus, raus. Und das ist halt voll toll. Und dann machen wir halt Energie raus und dann ist super. Genau. Und dann kann dann die gute Energie von dem Diffuser und so dann rein. Super. Hier wird jetzt gerade gesagt, das Ovi heißt jetzt Kit Care. Ich weiß nicht mit dem Refresh, was das jetzt der Unterschied, also Kit Care oder Refresh? Ah, Kit Care, schön, was heißt, oh ja, danke, danke für die Dings, genau, mein Gehirn war, genau, Steffi, du bist super, genau, Refresh, nee, weißt du was, Sniffle Ease ist, glaube ich, Refresh. Sniffle Ease ist jetzt Refresh, genau, du hast absolut recht, Anna. Aoi heißt jetzt Kit Care, genau. Mhm. Sniffle Ease heißt Refresh und Sleepy Eyes heißt Dream Ease. Genau. Okay. Also das Kit Care ist das, wo du dann das wirklich dieses Ritual machst, dass du dann sozusagen ihn genau. abends genau. einmal. Ach, ihr seid super. Ihr seid super. Danke hier für eure Mitdenken. Genau. Ich mache mit Kit Care. Danke, Anna. Kit Care mache ich. Dings. Ja, ich habe nämlich noch nicht so oft die Öle hier bestellt, weil ich habe mir einen riesen Vorrat hatte an USA-Ölen. Deshalb ist jetzt, glaube ich, die ersten Flaschen, die ich jetzt tatsächlich von den deutschen Ölen habe, die sind noch, die Namen noch nicht so drin. Genau. Und wenn du jetzt in den Diffuser, wie viele Tropfen machst du da so rein, wenn du für ihn... Ja, beim Karl, ich habe mal, es heißt ja eigentlich auch... Zeder, so, dann wieder zum Thema, was hilft für wen. Ne? Zeder ist eigentlich das Öl, was es heißt für zum Beruhigen, ne? Und dass Zeder dich komplett erdet und runterbringt, also und auch extra, tatsächlich bei Kindern angewendet wird, die extrem lebhaft sind. Also das kann man vielleicht unter dem Tag anwenden beim Karl, aber nachts, vergiss es, da habe ich... Das geht nämlich voll auf die Zirbeldrüse, aufs dritte Auge. Ich habe das Gefühl, ich knipse den komplett an, wenn der Zeder ab. Kriegt dann erst recht viel Energie sozusagen. Also das kann ich nicht machen. Mhm. Na, auch da, deshalb probiere da aus. Normale, es kann aber auch sein, dass einfach das System, das kleine, feine System, Kinder brauchen ja viel weniger. Ne? Dass es einfach alles too much ist, ja. Für den. Deshalb bin ich da, was jetzt das Schlafen angeht, zumindest ein bisschen vorsichtig und nehme wirklich die Kinderklassiker. Und dann mache ich auch nicht mehr als 3-4 Tropfen in den Diffuser. Und läuft das dann die ganze Nacht oder stellst du das so ein, dass es nur so 3-4 Stunden läuft? Ich stell Diffuser immer maximal ein. Ich sehe das gar nicht ein, den kürzer laufen zu lassen. Okay. Super. Das wäre ja volle Verschwendung. Ja, sehr schön. Genau. Gut. Und dann wieder, da ist wieder der Mindset. Verschwendung, es läuft doch eigentlich mehr, denkt man als anderes Verschwendung. Nee, aber ich finde es Verschwendung, weil ich atme ja eh, also kann ich mir auch was Gutes reinziehen. Ne? Ja. Sehr schön. Ja. Habe ich alles beantwortet? Habe ich alles beantwortet? Ich springe ja immer so. Aber ich glaube, ich habe alles beantwortet. Wenn ihr noch möchtet, könnt ihr gerne noch ein paar Fragen in den Chat schreiben, falls ihr noch was habt. Ansonsten, was würdest du denn noch empfehlen jetzt für so die Kinder, die jetzt so in die erste Klasse, also so in die Schule kommen, vielleicht noch so zum Konzentrieren, zum Lernen, was ganz gut ist im Diffuser?
Genau, wenn die älter werden, ist es super im Diffusor zum Lernen für Konzentration auf jeden Fall Pfefferminz und Zitrone. Das sind so die absoluten Klassiker. Was auch super gut ist, ist das Genius. Also wenn du dich schon immer wenn du schon immer dich gefragt hast, wie wird das ausgesprochen? Genius, ja, Genius, ja, wird das geschrieben. Genius, also wie Genie, das ist extrem toll, einfach zum Ankurbeln der Denkmaschine, sag ich jetzt mal. Das ist einfach ein ganz, ganz tolles Öl. Was man auch machen kann, und was ich bin ja ein Freund wirklich auch vom emotionalen Arbeiten. Kinder haben ja auch oftmals Ängste, ne, oder Bedenken. Was ich jede Mutter einfach ans Herz legen kann, ist ein abendliches Ritual sich einzuführen mit den Ölen. Ja, also das heißt, dass du ein Entspannungsritual machst im Bett, weil ich meine, wir haben früher. Was mir total gut ist, ich bin sehr katholisch aufgewachsen und mit mir wurde immer gebetet. Ja, ich bin heute, also ich bin sogar aus der Kirche ausgetreten und auf jeden Fall nicht mehr an sich Katholik. Ja. Aber an sich, die Verbindung zu Gott ist es, was mich schon geprägt hat. Und das Beten an sich hat mich auch geprägt, weil es was ist, wo du übersinnlich, sagen wir mal, für etwas bittest. Und wenn du selber nicht an Gott bittest, also ich bitte heute dann die Engel oder meine Führer oder die geistige Welt oder wie auch immer. Und das ist halt dann einfach schön, wenn du das auch mit dem Kind machst. Also ich mache das dann auch, wenn ich den Karl gereinigt habe im Bett, ne? Und dann bitte ich dann auch, also ich sage das dann laut, also dass er das auch hört, ne? Dass ich die geistige Welt bitte, dass er ihn beschützt und ihn leitet, also dass er das wirklich hört. Also das ist so eine Art wie Beten, dass er einfach spürt, okay, er ist von irgendwas gehalten und er wird irgendwie beschützt, wenn man nur darum bittet. Ja? Und das ist einfach wichtig, das sehe ich als wichtig an, einfach, dass wir den Kindern Rituale geben und irgendwas, an was sie glauben können, auch wenn wir selber nicht jetzt an die katholische Kirche glauben oder so, dass es was ist, etwas Übersinnliches, was einem Halt gibt. Und da ist einfach schön, das zu integrieren mit den Ölen. Und Rituale sind so wichtig. Kinder brauchen so sehr Rituale. Mir hat das Beten so, das war so förderlich für mich. Auch wenn ich es heute nicht mehr mache, aber dieses Ritual an sich hat mir so gut getan. Also bitte, bitte, bitte schafft Rituale für eure Kinder. Das ist so wichtig. Und das ist natürlich auch ein Verbindungsritual. Da sind wir auch nochmal, springe ich nochmal zurück auf die Zeit nach der Geburt. Du kannst ein Bonding-Bad auch machen mit deinem neugeborenen Baby, im Gentle Baby. Ja, es gibt die Bonding-Bäder sozusagen kannst du machen. Und du kannst, das habe auch ich gemacht, um die Verbindung zwischen Vater, Mutter, Kind oder auch wenn Geschwisterkinder da sind, da gibt es ja oft dann Eifersucht, ne, dass du vorm Schlafengehen auf alle auf das Herz Gentle Baby aufträgst. Das ist ein komplettes Bonding-Ritual sozusagen, um die Familie zu verbinden. Und so kannst du natürlich auch Bonding-Bad machen. Mit deinem Baby geht auch schon. Geht auch älter, auch wenn die jetzt, also ich will das auch mal wieder jetzt machen mit dem Karl, der ist jetzt fast 2, kannst du auch einfach baden mit deinem Baby im Gentle Baby, um das Bonding sozusagen zu stärken. Genau, deshalb, wie gesagt, Rituale sind wichtig für die Verbindung und einfach schön für die Kinder und wichtig für die Kinder. Deshalb bitte, 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 bitte an alle, macht Rituale mit euren Kindern. Das ist so schön. Wow, also super. Ich finde das so schön mit den Ritualen. Also das hört sich wirklich so, so toll an. Und alles, was die Kinder ja jetzt schon mitbekommen, das stärkt sie für die Zukunft. Und also ganz, ganz toll. Was ich auch immer sehr schön finde, ist das Öl Peace and Calming. Also da bin ich auch jemand, der immer gerne empfiehlt, damit Rituale auch zu machen abends, was ja auch schön entspannend, beruhigend ist und in seinen inneren Frieden zu kommen. Und ja, also es gibt wirklich so, so schöne Möglichkeiten, mit den Ölen Rituale zu machen. Ja. Das stimmt. Ja, das ist wirklich wichtig. Und ich wollte nochmal auf die Ängste dann auch eingehen, weil das ist auch wichtig, weil viele Kinder, ob das jetzt kleine Kinder sind oder wenn die größer werden, dass sie sagen, ich sehe da einen Geist oder da ist ein Monster oder ne, ich habe Angst, in den Kindergarten zu gehen, ich habe Angst, in die Schule zu gehen.
Was ich sehr empfehlen kann dann abends für Kinder, die abends irgendwie Ängste haben oder im Bett, das kann auch schon größere Kinder sein, ist Wacholder, na, weil Wacholder wurde schon von den Druiden als Schutzöl benutzt. Und wenn du das diffundierst zu Hause, vielleicht auch im Schlafzimmer, dann bringt das eine ganz geborgene und schützende Atmosphäre. Was auch super schön ist, also es gibt so verschiedene Schutzöle, die einfach den Kindern das Gefühl geben, dass sie geborgen sind. Manchmal auch vielleicht, wenn die Familiensituation vielleicht ein bisschen schwierig ist, vielleicht für auch Alleinerziehende oder vielleicht für, wo irgendeine Herausforderung ist, ne, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht Tod oder Ärger in der Partnerschaft, was auch immer, sind Öle einfach wichtig, die Halt geben. Und da sind einfach Öle wichtig, die sind so typischerweise dann die Baumöle, die dann einen so einhüllen und so ein Sicherheitsgefühl geben. Und da sind wir auch wieder bei Zedernholz oder bei der Balsamtanne, die ja jetzt abgelöst wurde durch die Grand Fir, also die große Idaho-Tanne sozusagen. Und Öle, die schützend sind, wie das Wacholder zum Beispiel, oder Öle, die reinigend sind, dann wie Salbei. Mhm. Ne, also das kann man dann tagsüber gut vernebeln und so ein bisschen eine geborgene, geschützte Atmosphäre erreichen. Ich empfehle jetzt auf jeden Fall auch, was super wichtig ist, wenn die Kinder dann in den Kindergarten gehen, dass ihr bitte das Sieb verdünnt unter die Füße macht. Da gibt es, wenn ihr es verdünnt schon wollt, gibt es auch den Roll-On. Ihr kennt ja die Roll-Ons, die sind auch schon verdünnt. Ja, es gibt ja einige Öle, die verdünnt sind, wie die Kinder, einige Kinderöle und auch Siedlingskalm, genau. Und die Roll-Ons, das könnt ihr unter die Füße machen. Das hat zum einen natürlich den Vorteil, dass es ein gesundes Immunsystem unterstützt und zum anderen, dass es, und das ist wahrscheinlich die noch wichtigere Variante, ist, dass es energetisch auch schützt. Also eure Kinder nehmen einfach so viel auf, so viel Energien von so vielen anderen Menschen und da ist es einfach super wichtig, dass die Kinder energetisch geschützt sind und dass diese ganzen Energien nicht so in sie reingehen. Deshalb Seeds bitte verdünnt auf die Füße morgens und abends. Ein super toller energetischer Schutz. Super Tipp, ja. Vielen Dank. Auch für uns wichtig. Ja, ich mache mir immer mit Steve so ein schönes Aura-Spray und bevor ich aus dem Haus gehe, werde ich einmal komplett eingesprüht von mir. Perfekt. Ja. Ich sprühe das Steve-Spray immer nur aufs Scheitelchakra, weil da kommt ja auch die Energie rein. Ne? Ja. Und dann ist es bin ich einmal geschützt. Ja. Ja. Sehr gut. Hier war jetzt noch eine Frage. Siedlingskeim ist ja auch verdünnt. Du sagtest, du machst das in den Diffuser. Ist das Trägeröl so zart, dass es länger diffundiert werden kann? Je länger diffundiert. Also es gibt immer auch so Sicherheitshinweise, dass man sagt, lass den Diffuser nur 2-3 Stunden oder so laufen. Das kann auch bitte jeder dann für in sich reinspüren, ob das okay ist. Ob das wichtig ist. Ich persönlich habe noch nie den Diffuser freiwillig vorher ausgemacht, ne, wie vorhin schon erwähnt. Das kannst du dann ausprobieren, ob das für dich gut ist, aber es ist an sich, je weniger du reinmachst, desto sanfter ist es halt dann einfach. Ne? Und natürlich sind die verdünnten Öle schon auch zärter, sage ich jetzt mal, von der Wirkweise. Ja, zarte. Super. Zärter ist, glaube ich, hessisch, oder? Ich sage manchmal hessische Worte und weiß gar nicht, dass es hessisch ist und denke, das ist normale Sprache. Also entschuldigt bitte meinen dezenten Dialekt. Genau. Ja, also meine Fragen haben sich alle beantwortet. Ganz toll. Also das bestärkt mich immer mehr. Also ich bin ja eh schon Feuer und Flamme seit 1,5 Jahren mit den Ölen, aber das jetzt nochmal so gehört zu haben und wie gesagt, noch nicht Mutter zu sein. Ich freue mich darauf, dass ich die Öle einfach schon habe, wenn ich die Erfahrung machen darf und diese ganzen Rituale schon direkt integrieren darf. Ja, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne.
Ja, dann sind wir auch schon beim Ende angelangt. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach persönlich oder schreibt mir persönlich und oder kommentiert einfach unter dem Video. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für euch selbst natürlich auch, ne, und für eure Kinder. Und genau, ich freue mich einfach, ja, dass wir alle auf diesem schönen Weg gehen, den Kindern einfach ein von Anfang an ein bewusstes und auch achtsames Leben vorzuleben. Ja? Man kann ja immer am besten lehren, indem man einfach vorlebt. Danke für euer Zuhören. Danke, Kim, für die Fragen. Ganz toll. Ja, danke für dein Teilen, deine Erfahrung. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Und ich bin mir sicher, Sabrina, danke für den Einblick in den Tagesablauf mit deinem Sohn. Ich bin mir sicher, ich habe wieder 100 Sachen irgendwie vergessen, weil es für mich schon so selbstverständlich irgendwie ist. Also natürlich unter dem Tag machen wir alles Mögliche halt immer irgendwo drauf, ja, was wir so finden. Aber ich sage mal so, diese Grundpfeiler sind einfach schön und die sind halt auch wichtig. Genau. Cool. Super. Schön. Danke, ihr Lieben, fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss.